herzlich willkommen zu Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und das ist die 32. Folge dieses Kurses. Und das letzte Video gehört ganz notwendig eigentlich mit zu diesem Video. Dass ich das geteilt habe, liegt einfach daran, dass sich Leute beschwert haben, meine Videos seien zu lang. Das eine Video ist ja 40 Minuten lang gewesen, das ist tatsächlich ein bisschen arg viel. So, und jetzt versuche ich das aufzuteilen in kleinere Videos, die immer 10 Minuten dauern. So, wir erinnern uns daran, ich hatte mit euch hier zwei verschiedene Klassen definiert in einer externen Bibliothek. Und die eine Klasse ist von der anderen Klasse abgeleitet, nämlich die Klasse Taste. So, die ist von der Klasse Knopf abgeleitet, hat fast genau dieselbe Funktionalität, ein bisschen erweitert, und wir haben zwei Funktionen oder zwei Methoden in dieser Klasse haben wir überschrieben, weil die zwar für Knopf gelten, aber für Taste nicht mehr. Und ihr erinnert euch auch daran, das kann man umstandslos machen, wenn man sagt, gut, in der Klasse, von der meine Klasse etwas geerbt hat, da funktioniert diese Methode so, aber in dieser Klasse brauche ich tatsächlich ein bisschen die Methode anders, und dann definiert man die einfach neu und überschreibt die dann so. Und wenn man die nicht überschreibt, dann wird die Funktion genauso ausgeführt, wie das in der Klasse war, aus der man etwas geerbt hat. So, wir haben uns eine Taste definiert und haben die reingesetzt, und das ganze Programm rechnet nun damit, dass eben die selben Methoden immer noch gelten. Also Knopf aus gilt sowohl für die Klasse Knopf als auch für die Klasse Taste. Und ich kann die umstandslos aufrufen, auch wenn jetzt irgendwo in dieser Liste von Knöpfen eben tatsächlich mal nicht ein Knopf sitzt, sondern eine Taste oder eine Instanz, die von der Klasse Taste abgeleitet ist. Also, das ist eine wunderbare Sache, wenn man eben verschiedene grafische Objekte oder verschiedene Objekte überhaupt hat und möchte die gleichzeitig oder hintereinander aufrufen, aber sie sollen trotzdem ein bisschen unterschiedlich reagieren. So, merkt euch das, wenn ihr später Spiele programmiert, dann könnt ihr eben tatsächlich Klassen erschaffen und daraus Unterklassen und könnt sagen, ich packe die alle in eine Liste rein, die werden alle einmal abgearbeitet, aber sie reagieren anders. So, tolle Sache, und damit kann man sich ganz, ganz viel Zeit ersparen und ganz viele Abfragen auch ersparen. So, unsere Schleife, Mausbutton down, Mausbutton up. So, und wir gehen jetzt einmal in Knopf hinein. So, und das ist eigentlich das Einzige, was wir diesmal machen wollen. Ich hatte euch ja gesagt, hier die Stelle, an der wir in Zeichne String einen Buchstaben in die Taste hineinzeichnen. Und hier hinten die Stelle, wo das dann ausgegeben wird, das ist nicht so optimal. Ich habe jetzt zwischenzeitlich nachgedacht, also ich habe gar kein Debugging ausgeführt, sondern ich habe jetzt nachgedacht, weil es tatsächlich nicht so schön. Ich möchte das umprogrammieren. Und hier habt ihr, sag mal, so einen typischen Kurzschluss, wenn man das schon lange programmiert hat und man verlässt sich auf bestimmte Sachen und dann erinnert man sich doch nicht so genau daran, dann macht man einfach auch immer mal wieder Fehler. So, das ist einfach so, man denkt da nicht mehr drüber nach, weil man hat es ja schon tausendmal programmiert, und wir haben damals 1983, glaube ich, auf dem C64 damit angefangen, also das ist ewig lange her, 30 Jahre mittlerweile. Aber, so, was will ich? Ich möchte, dass das Zeichen, was auf der Taste erscheint, schön in der Mitte sitzt. So, und dazu habe ich versucht, das in Relation zu dem Rand von der Taste zu bringen, also zu der linken oberen Ecke. Und das soll dann natürlich schön gleichmäßig sein. Also das, was ich hier mit ein halb bezeichnet habe, und das hier hinten auch nochmal, ist diese
geschweifte Klammer, so die den Abstand bezeichnen soll. So. Und das soll eben möglichst gleich sein, sodass das schön das Zeichen in der Mitte erscheint. Und das ist natürlich erstmal in unserem Programm auch passiert, aber das liegt vielleicht einfach auch daran, dass ich das genau dafür angepasst habe. Also, wir schauen uns das Ganze nochmal an. Upsala. Ah. So, ich habe natürlich zwischendurch ein bisschen rumprogrammiert und jetzt habe ich dort eine eckige Klammer zu viel. Die gehört dort hinzu nicht rein. So, mal speichern und nochmal laufen lassen. So. Und dann seht ihr schon, ne, also ihr seid relativ viel am Verbessern auch, aber das habt ihr schon aus den letzten Videos. So. Also hier unsere Taste mit dem Zeichen drin. So. Und das sitzt wirklich schön in der Mitte. So. Jetzt wollen wir uns das mal aber anschauen, wenn wir jetzt hier noch eine andere Taste definieren. Und das werden wir hier oben machen. Wir setzen uns jetzt hier einfach eine neue Taste hinein. Und zwar nicht hier oben, sondern hier unten. So, das wollen wir machen. Und zwar wollen wir den Knopf 15, das ist der letzte Knopf, also rechts unten in unserem Tastenfeld. Daraus wollen wir jetzt eine Taste machen. Na, Taste Screen. Das heißt, jetzt wird sozusagen der Knopf gelöscht und durch die Taste ersetzt. So. Und jetzt setzen wir das Ganze mal auf eine Position weit außerhalb von dem Tastenfeld. So. Also eher unten rechts in der Ecke von unserem Fensterchen und geben dem Ganzen dann auch noch eine andere Größe, sagen wir mal 80 und 80. Und zum Schluss machen wir ein Set Out String und dann nehmen wir mal ein Sternchen. Sternchen sind immer gut. So. Ganz zum Schluss schreibe ich jetzt noch einmal anzeigen, nehme ich einen Knopf aus und damit müsste das Ganze jetzt, naja, neu aussehen. Schauen wir es uns an. Ich speichere das Ganze ab und so. Hier unten ist jetzt unsere Taste und ihr erinnert euch, in der Initialisierung von der Taste haben wir die Tastenfarbe auf Schwarz gesetzt und die Gedrücktfarbe auf Rot. Bevor wir das ausprobieren, zeige ich euch hier oben, das hier sollte jetzt eigentlich unsere Taste sein. Die ist natürlich jetzt hier auch angezeigt, weil wir die vorher haben schon mal zeigen lassen. Und bevor wir die verändert haben, ist eben dieses blaue Quadrat ausgedruckt worden. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, passiert gar nichts, während bei den anderen ganz normal die Taste funktioniert. Hier auch. So, jetzt drücke ich mal hier drauf und jetzt seht ihr schon, also unsere Raute oder das Hashtag, das sitzt schön in der Mitte, aber das Sternchen, das stimmt so vorne und hinten nicht, wo das sitzt. Und da ist ein Fehler drin, das soll ja schön in der Mitte sitzen. Jetzt müssen wir schauen, wie verändern wir das. Ich mache das Ganze zu. Und öffne mir jetzt mein Programmbibliothek Knopf, und zwar unter der Klasse Taste, und gehe in das Zeichne String hinein. So, und hier ist jetzt etwas passiert. Man hat es tausendmal programmiert. Man weiß, wie man sozusagen in die Mitte von einem
grafischen Container etwas mittig platziert. Das weiß man oder weiß ich, seit ich angefangen habe zu programmieren. Aber naja, also man macht es ja doch dann irgendwann falsch. Ich versuche mal, mich darüber nicht zu ärgern, aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich. Gut, man lernt daraus. So, das self.x-rec bezeichnet die, ist ein Teil der linken oberen Ecke. Und dazu möchte ich jetzt die Hälfte von dem Abstand zur Höhe mit dazu tun. Und dazu tippe ich hier ein self.x x unterstrich plus minus und jetzt ziehe ich von dieser Höhe der Taste ziehe ich die Höhe von dem Textfeld ab. Das ist nämlich Area, nicht die Höhe, sondern die Breite. Also von der Breite der Taste ziehe ich die Breite des Textfeldes ab. Das wird hier in Area gespeichert in der inneren Liste und 0 bezeichnet den x-Wert. Das ist also eigentlich im Prinzip so etwas Ähnliches wie ein Punkt. Und jetzt teile ich das Ganze durch 2. Und jetzt müsste eben tatsächlich die Differenz zwischen der Breite von dem Textfeld und der Breite von der Taste durch 2 geteilt werden. Und jetzt müsste das schön in der Mitte sitzen. So. Bei yrec mache ich genau dasselbe. Das hier kann ich mal löschen. So, ich tippe wieder ein die Höhe und dann minus Area 1. Da ist nämlich die Höhe von dem Textfeld drin gespeichert. Klammer zu und wieder eine Division zum Grund durch 2. So, und das war es eigentlich auch schon. Und jetzt müssen wir uns mal ansehen, was unsere Taste so macht. Wir gehen zurück in unser Hauptprogramm. Moment, da. In unser Hauptprogramm, wo wir gar nichts verändern müssen und lassen das jetzt einfach mal laufen. Ein Invalid-Syntax hat er mir ausgegeben. Jetzt müssen wir uns darum erstmal kümmern. Was ist dort passiert? Ja. Ah, und ihr seht, hier hinten habe ich die eckige Klammer vergessen, die um eine innere Liste, die hier auch übergeben wird bei Blit, also bei der Textausgabe, das habe ich vergessen. So. Also da müsst ihr auch immer drauf achten, weil so genau ist Python dort nicht bei den ersten Fehlermeldungen. Immer drauf achten, fehlt mir eine Klammer oder ist vielleicht eine Klammer zu viel. So, jetzt hat alles geklappt. Das war also tatsächlich unser Fehler. So, ich drücke auf die blaue Taste, die funktioniert nicht. Ich drücke hier drauf. So, das sieht ja schon besser aus. Und jetzt haben wir hier trotzdem das Sternchen weiter oben sitzen. Das allerdings ist tatsächlich dann dem Zeichen selber geschuldet, denn das Sternchen sitzt einfach etwas über der Grundlinie. Die dürfte ungefähr hier sein, also ungefähr dort, wo man sagen würde, das ist genau derselbe Abstand wie hier oben vom Sternchen zum oberen Rand. Und hier ist die Grundlinie drin. Also ändern wir doch jetzt einfach mal unser Sternchen in ein freundlicheres Zeichen. Und nehmen wir mal ein A und gucken mal, was uns das A in dieser Situation macht. Und wir schauen uns an. Ja, und ihr seht, das sieht relativ gut aus. Wenn man genau hinschaut, dann ist es nicht ganz so toll. Also oben ist ein bisschen mehr Luft als unten. Und rechts ist ein bisschen mehr Luft als links. Das sieht nicht optimal aus. Ich sag mal, meistens macht man nicht so große Tasten, da dürfte das dann hinfällig werden. Also wenn man das bei kleineren Tasten ausprobiert, könnte sein, dass man dann eben damit nicht mehr so viel zu tun hat. Aber hier sieht es tatsächlich noch ein bisschen unschön aus. Wir lassen das mal. So, und damit haben wir jetzt erstmal relativ gut unsere Tasten definiert.
Im nächsten Video möchte ich euch dann zeigen, wie ihr in die Taste kein schwarzes Zeichen reinbringt, sondern eben tatsächlich ein Zeichen, wo ihr es noch von außen manipulieren könnt. Das hat die und die Farbe. So. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr seid so ein bisschen selbstsicherer geworden, wie man mit Fehlern umgeht. Wisst, worauf man ungefähr zu achten hat bei bestimmten Fehlern, also bei Grafikfehlern jetzt vor allen Dingen. So. Und wenn euch es gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video wieder.